Na, Creeper, willst du nicht schon mal den Freitod benutzen oder so? Na komm schon. Na komm schon. Komm doch zu mir. Komm zu Papa. Komm runter. Will er nicht. Fauler Creeper. Okay, der schneidet mir sofort raus, wie ich runtergeflogen bin. Ist nichts passiert. Geht normal weiter. Nee, ich spar. Ich schneide nichts aus. Es gehört ja dazu, also von daher. Der eine oder andere wird jetzt sauer sein, so. Oh, der hat etwas sein Inventar verloren. Was ist denn das für ein Noob? Mach's besser. So, meine Herangehensweise daran. Mach's besser. Und außerdem, glaube ich, kommt es gar nicht drauf an, sondern es kommt eher darauf an, wie man spielt. Oder was man daraus macht. Ich denke mal, das ist viel interessanter. So und so. Und dann machen wir hier einfach einen Abschluss. Und der nächste Baum. Yeah, jetzt aber. Jetzt aber, liebe Bäume. Jawohl, ja. Gefällt mir. So soll es auch sein. So, ich muss wieder wegen der Kante aufpassen. So, dann machen wir hier wieder 2, 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 2 und dann 1, 1, 1, 1, 1, 1, zack. Zack, 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 zack. So. Dann holen wir uns schnell mal unsere Fackeln raus, die wir haben und setzen da unten nämlich auch noch Fackeln hin. Also genau in die Mitte von dem Ganzen. Hier in der Mitte. Oh, der Baum, der brennt jetzt gleich. Nix mal. Glaube ich nicht. So. Dann können wir die restlichen Fackeln hier raus tun und dann können wir uns wieder erweitern mit den restlichen Steinen. So, und wenn wir jetzt hier Setzlinge rauskriegen, cool. Cool, das klappt ja richtig gut hier mit den Bäumen. Dann können wir da noch zwei Setzlinge verballern und dann. Hey. Schauen wir gleich mal wegen Setzlinge, oder? Ich bin jetzt so verschwenderisch, ja, und hol mir jetzt eine Holzaxt. So. So verschwenderisch bin ich jetzt. So verschwenderisch bin ich jetzt. So. Warum wird mir das jetzt hier nicht angezeigt? So. Ah! Okay, ohne Steine geht es nicht. Da war ja was. So, ich glaube, die Steine reichen mir für eine Holzaxt. Wohlgemerkt für eine, aber wir machen uns zwei. Wieso eigentlich nicht? So. Wir wollen ja ein bisschen das feiern, dass die Bäume so wachsen. Finde ich cool. War nicht immer so, dass die Bäume gleich wachsen. Das Wachsen anfangen. Ja. Ich habe ja gesagt, Skyblock mit ein bisschen System dahinter. So ein kleines bisschen. Ja. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich Setzlinge rausbekomme. Deswegen lassen wir den einfach jetzt mal droppen. Ja, sehen wir einer an. Setzlinge und sogar einen Apfel bekommen. Yeah. Klappt, klappt, wunderbar. Läuft, 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 läuft richtig gut. Läuft richtig gut. Das finde ich geil, weil es war nicht immer so. Es war nicht immer so in Skyblock, dass alles so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert. So, dann machen wir das so. So. Dann kriegen wir wenigstens eine raus. Also eine Kohle. Die Bruchsteine können wir mal da oben reinsetzen. Da, 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 da. Zwei Äpfel haben wir. Wunderbar.
Das Ding nehmen wir auch mit. Eigentlich, warte mal. Ob tue ich jetzt eigentlich alles wieder in die Kiste rein? Ich weiß doch, wenn ich sterben sollte, verliere ich meinen Inventar nicht. Ich weiß auch nicht, welche Stufe jetzt gerade da aktiviert ist. Also wie er es standardmäßig, weil ich spiele es ja standardmäßig eingestellt hat. Skyblock. Aber macht ja nichts. Ich finde es cool, dass alles so gut läuft und wie gesagt, mit System. Bisschen mit System. Und wenn wir schon bei System sind, dann würde ich sagen, wir haben hier eine schöne große Fläche jetzt erstmal. Wir nehmen uns die ganzen Setzlinge hier natürlich mit, logischerweise. Weil das jetzt gerade so schön läuft, ja, baue ich dann hier rüber. Hier rüber baue ich. Und warum baue ich hier rüber? Ganz einfach, weil ich hoffe, dass da kein Monster ist. Nicht so wie mein Freund Creeper da drüben. Weil ich möchte nicht so auf nah sehen, weil wenn der explodiert, dann geht mir ja da drüben alles kaputt. Gell, mein Freund Creeper? Ja, ich weiß, dich freut das so richtig schön. Und deswegen bauen wir halt mal in die Richtung. Und da drüben ist eine olle Hexe. Kennt jemand eigentlich das Lied von Otto? Okay, ich rede jetzt von Otto, ja? Der, wo früher die Olifanten erfunden hat. Kennt das zufällig jemand? Und kennt zufällig jemand dann das Lied? Ratta-d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 a
wie ich mich gerade freue, wie ein Schnitzel, dass das alles so schön funktioniert. Bin immer gespannt, wie es dann ist, wenn ich die Monsterfalle gebaut habe. Ob das dann auch funktioniert? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe, dass sie funktioniert. Bei mir macht es richtig Spaß, gerade zu spielen. Weil das ganze Zeug funktioniert. Und super duper du. Super duper geil ist das. Super duper geil. Rede mal so heute. Super duper geil. Super duper geil. It's Batman. Ich weiß nicht, wo der Spruch herkommt. Ich habe das, glaube ich, Silvester mal beim Kumpel gehört, als jemand anderes gesagt, it's Batman, it's Batman. Aber so eine komplett andere Stimme, irgendwie so, it's Batman. Irgendwie so, ja. Ich fand's lustig. Weißt du noch, früh, immer früher in der Schule gesagt haben, Alter, was geht ab, Alter? Was geht ab, Alter? Heutzutage denke ich nicht mehr so schön darüber nach. Da denken wir so, Mai, bin ich schon alt. Bin ich schon alt. Ich muss nicht mehr Alter sagen, ich bin einfach alt. Ah, wir waren alle mal jünger. Aber egal, ich bin ja noch im guten Alter, also ich bin ja jetzt noch nicht so 50, 60, 70, 80 aufwärts. Nee, bin ich ja noch nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Obwohl, um ehrlich zu sein, die 70er Jahre hätte ich doch schon gerne erlebt. 60er, 70er Jahre. Oder, wer gesagt, die späten 70er. Wäre vielleicht interessant gewesen. Muss ich sagen. Also wenn ich eine Zeitreise machen könnte, ich würde in dieses Jahr, also in das Jahr der 70er Jahre mal zurückgehen und mir alles angucken. Und mal schauen, ob meine Mutter wirklich so brav war, wie sie immer behauptet. Ich glaube, ich werde enttäuscht. Ich glaube, ich werde enttäuscht. Ich glaube, wir waren alle nicht brav. Man sagt es immer so schön, aber ich glaube es nicht. Waren bestimmt noch harte Zeiten, aber waren auch bestimmt schöne Zeiten mit dabei. In jedem Jahrgang. Und sogar der, also ich habe ja schon von Mario erzählt, gell? Der junge Bursche, der Frischling sozusagen. Mit dem habe ich mich auch unterhalten, wegen der, wie man aufgewachsen ist oder so. Er hat gemeint, dass ich wahrscheinlich in einer schöneren Zeit oder anders aufgewachsen bin oder ja, meine Zeit besser war. Finde ich eigentlich nicht. Ganz ehrlich. Jede Zeit irgendwie hat doch seine Vorteile und Nachteile. Wir haben früher halt als Kinder in den Wald Survival gespielt, wir haben Höhlen gebaut, wir haben draußen sehr viel erlebt, ja. Aber bei uns kam das auch mit Computer schon ein bisschen, mit C64 Commodore zum Beispiel, mit Nintendo, mit Game Boy und so weiter und Bierbo, das kam ja alles bei uns. Aber dass die Zeit jetzt besser war oder so, bezweifle ich. Ich denke mal, irgendwie hat jeder Kind hat irgendwie seine Vorteile und seine Nachteile, egal in welcher Zeit man lebt. Da bin ich fest überzeugt davon. Ups, meine Spitzhacke ist weg. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir hier auf jeden Fall. Oh, wartet mal. Feuchter Sitz verpeil. Ich baue hier so einen schönen Wald hin und dann verpeile ich eine Geschichte. Nämlich die Geschichte der Spinne. Itzi Pizzi. Ja. Jetzt sagt der eine Itzi Pizzi. Ja. Es gibt eine Zeichentrickserie mit der Spinne Itzi Pizzi. Itzi Pizzi, die kleine Spinne. Kennt, glaube ich, auch wieder keiner.
Na, egal. Auf jeden Fall, diese Spinne Itsy Bitsy, die könnte hier in Minecraft auch kommen. Und zwar im Dunkeln und könnte uns angreifen, weil hier Bäume wachsen. Die könnte ja auf Bäume spawnen. Und es wäre ja richtig doof, wenn wir dann hier auf einmal beim Arbeiten sind und die Spinne spawnt hier. Und wieder ein Baum gewachsen. Juhu, das läuft richtig gut, ey. Ich finde es super. Ich finde es echt spitzenklasse, dass es auch immer so richtig geil läuft. Juhu! Und deswegen mache ich mir doch mal ein Schwert ins Inventar, weil man könnte ja nie wissen, ob da doch eine Spinne mal auftauchen sollte. Was natürlich nicht schlecht wäre. So hätte ich Seile. So könnte ich rein theoretisch dann mal eine unendliche Quelle machen. Vielleicht noch eine Angel machen. Das dürfte hier, glaube ich, auch funktionieren. Hoffe ich mal. Und so lange bauen wir hier ein bisschen weiter. Aber wir haben zumindest schon mal ein Schwert als Sicherheit, falls diese Spinne doch mal auftauchen sollte. Itzi Bitsi, die kleine Spinne. Ihr könnt ja mal nachgoogeln, was Itzi Bitsi, die kleine Spinne ist. Es ist eine Zeichentrickserie von ganz, ganz früher. In meiner Jugend habe ich mir sie angeguckt, ab und zu mal. Nicht immer. Aber immer öfters. Klaus Thaler, alles was ein Bier braucht. Keine Schleichwerbung. So, jetzt sind wir gleich da drüben. Was ich eigentlich cool finde. Den Creeper, den dummen Creeper, den lassen wir da drüben hüpfen ohne Ende. Oh, und ich sehe gerade, was mir gar nicht gefällt. Nämlich da. Seht ihr das? Ich habe nämlich da noch einen Block. Einen ganzen Block. Und diesen ganzen Block müssen wir noch entfernen. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass ich unten drunter noch mehr ganze Blöcke habe. So, den entfernen wir mal zum Beispiel. Oh, die Minecraft-Musik. Ich finde sie schön. So, dieses Klavier im Hintergrund und so, ich find's geil. Der eine oder andere findet es vielleicht nicht so cool, weil das ja immer dieselbe Musik ist. Aber ganz ehrlich, ich finde die typische Minecraft-Musik einfach wunderschön. Gerade wenn sie zu einer richtigen Stimmung kommt, finde ich genial. Da kann mir jeder erzählen, was er will, aber ich find's cool. Ich find's mega. So, dann haben wir hier schon mal zugemacht. Jetzt können wir schon eine Reihe weiter rüber bauen. Und praktisch das können wir dann als Farm benutzen. Genau, die Erde benutzen wir dann, um Erde zu machen für unsere, ja, wie soll ich sagen, für unsere Schafe. Oder Kühe oder wie auch immer, was kommen mag. Irgendwann mal baue ich mich dann komplett runter und tue mir meine Erde von unten holen. Also ich denke mal, wenn ich bis zu dem Rand irgendwann mal baue, gell, dann habe ich es doch wohl auch verdient, da runter zu gehen komplett, um mir Erde zu holen, oder? Oder wie seht ihr das? Also ich finde schon. Dann bauen wir irgendwann mal hier so eine große Stadt auf. Dann unten drunter vielleicht noch eine bessere Stadt. Aber Höhlen gibt es ja nicht. Oder Dungeon oder wie auch immer. Gibt es ja hier leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob wir hier. Ins Enderportal kommen. Obwohl rein theoretisch. Puh, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es hier doch irgendwo ein Portal. Das wäre natürlich geil. Oder wir bauen uns zum Schluss eins, dass wir da reinkommen. Weil in der anderen Sky-Welt, die wo ich als erstes gespielt habe, die fand ich deswegen so cool, weil man noch zum Enderdrachen gehen konnte.
Mal gucken. So, dann bauen wir das Ganze hier ein bisschen aus noch. Und da ist bis jetzt noch nichts gespawnt. Ich denke mal, auf dieser kleinen Insel wird nichts spawnen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr geil. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, darüber zu gehen, die Kiste zu schnappen und die Erde hier mitzunehmen. Das wäre natürlich mega. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann der Hunger anfängt. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal von Monster angegriffen werden oder so. Weil, wie gesagt, die Monster, die sind ja da. Also von daher spielen wir nicht auf friedlich, weil im friedlichen Modus hungert man ja nicht. Also müssten wir ja irgendwann mal das Hungern anfangen. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, Bingo, es geht. Es geht, es geht. Super, damit haben wir unsere Erde gesichert. Und zwar die grüne Erde. Also ich rede jetzt nur von der grünen Erde. So, mit der grünen Erde. Samen haben wir hier, das ist gut. Das ist mega gut, aber eigentlich haben wir leider nicht genug Erde da. Also hier würde ich dann am liebsten dann die Schafe anbauen. Oder da drüben. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall tatsächlich noch ein bisschen Erde. Deswegen müssen wir dann noch darüber, da gibt es auch Erde. Und darüber, dahin gibt es auch Erde. Und da, wo die olle Hexe ist, da gibt es auch Erde. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einiges an Rohstoffe wieder. Die Dumme auf jeden Fall alle mal in die Kiste rein. In die Kiste, in die Kiste. So, warte mal. Könnte ich daraus jetzt eigentlich. Faden könnte ich daraus machen. Aus Faden kann man auch Wolle machen. Richtig, oder? Richtig. So. Dann machen wir uns 1, 2, 3. 3 Wolle. So. Dann brauchen wir 3 Holz. 1, 2, 3. Ne, 2 brauchen wir, glaube ich. 1, 2. So, dann machen wir daraus Holz. So, dann ja, wird es eigentlich schon angezeigt, oder? Unser Bettchen. So, haben wir ein Bett und Angel. Angel. Was brauchen wir dazu noch? Achso, 3 Sticks. Okay, Entschuldigung. Total vergessen. 1, 2. Zack. Und dann machen wir uns eine Angelrute. So. Ja, ich brauche aber trotzdem alledem noch ein bisschen Holz, weil wir ein paar Slabs. Slabs, genau, Slabs bauen wollen. Dann dürfte unser Nahrungsproblem, hoffe ich mal, geklärt sein. Hoffe ich mal. Und rein theoretisch könnten wir uns auch einen Bogen machen, aber wir können uns keine Pfeile machen. Weil wir keinen Kies da haben. Hihi. Und ohne Kies können wir keine Pfeile machen.
Also keine, was speichern da? Feuersteine meine ich. Mit Feuersteine können wir leider kein Zeug herstellen. Wie auch immer. So, dann, da, ba, was wollte ich? Achso, ich wollte paar Slabs machen. Ich wollte paar Slabs machen. So, Slabs pro Stein. So, dann brauchen wir. Wo bauen wir es denn hin? Bauen wir es 1, 2, 3, so, und so hin. So, dann brauchen wir unseren Eimer und Eis. Also, der Kiste natürlich. So, Eis und Top. So. Dann tun wir hier erstmal einen Eisblock. Ups, hinstellen. So, und dann. Tschüss. Dann nehmen wir den Eimer hier. Und machen den Eimer hier. Hier in die Ecke, so. Und schon haben wir unsere unendliche Wasserquelle. Per excellence. Und hier haben wir wieder unsere. Ja, unseren Steingenerator. Den kennt ihr ja alle schon. So. Jetzt können wir natürlich unser Bettchen mal hier hinstellen. So, dann können wir auch nachts schlafen. Jetzt ist die Frage, klappt das mit dem Angeln? Weil das ging nämlich auch nicht bei der anderen Version. Ich bin gespannt. Ups, das war zu früh. Also ich habe damals auch ganze Blöcke genommen. So, da kam die ganze Zeit kein Fisch, deswegen habe ich sie wieder rausgezogen. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt eine. Komm, Fischi, 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 Fischi. Ja, es geht. Also, wunderbar, es geht. Dann fangen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Das ging nämlich in einer anderen Version auch nicht, komischerweise. Also, in Skyblock kannst du auch fischen. Dann liegt es wirklich daran, dass die andere Version einfach veraltet ist und es Probleme gibt. Leider. Leider, leider, leider. Aber hier läuft ja alles strukturell und ziemlich gut und ja, gefällt mir. Bis jetzt läuft ja alles. Tutti! So, nochmal ein Fisch. Jawohl, ja. Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann war das kein. Ja, dann war das ein Problem einfach am Spiel. Also an dem neuen Patch, dass es einfach nicht funktioniert momentan. Gut, wunderbar. Damit können wir schon mal nicht verhungern. Das finde ich sehr gut. Wir haben Bäume, die wachsen und gedeihen. Wir haben einen Creeper. Da ist er. Genau, der Freund Creeper hier. Der wartet ganz fleißig hier, dass wir darüber gehen. Aber wir gehen nicht darüber im Moment. Itzipitzi, die kleine Spinne, die ist jetzt noch nicht aufgetaucht auf dem schönen Baum hier, sondern die war da drüben. Jetzt ist sie wieder weg. Da drüben war sie gerade am Sand, jetzt ist sie wieder weg. Vielleicht spawnt sie jetzt doch irgendwann mal auf dem Baum. Okay, dann bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, hier will ich meine Schaffarm dann irgendwann mal aufbauen. Dann möchte ich Erde sammeln für einmal die Schaffarm hier erweitern und einmal für unseren Ackerbau dann die Samen ansetzen und so weiter, dass wir Nahrung in Überfluss bekommen. Und ja, wie gesagt, ein Haufen zu tun, aber es macht Spaß, muss ich sagen. Es macht gute Laune, weil alles so richtig schön funktioniert und ja. Ich bin gespannt, wie es mit der Monsterfalle ist, ob die dann auch funktioniert. Ich bin aber gute Hoffnung eigentlich. Und die werde ich auch irgendwann mal bauen. Aber das tut dann ein bisschen Zeit brauchen.
dazu müsst ihr dann ein bisschen Verständnis haben. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ich es offline bauen soll oder online bauen soll. Also besser gesagt, entweder mit Aufnahme oder ohne Aufnahme. Könnt ihr gerne mal aufschreiben. Und also in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr das wollt. Ich kann euch sagen, das wird nur ein bisschen länger dauern. Das wird definitiv ein bisschen länger dauern, bis wir das Ganze dann haben, also bis wir die Monsterfalle fertig haben. Aber die wird uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen, wenn sie dann funktioniert. Und ja. So, in dem Sinne mache ich hier jetzt mal einen Cut. Natürlich wünsche ich allen fröhliche Weihnachten. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen guten Rutsch, falls das schon vor Silvester ist. Ich weiß es ja nicht, wie die Aufnahme ist. Also, wenn wir Silvester haben oder so. Und ja, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal oder bis nächstes Jahr, wie auch immer, wünsche ich euch auf jeden Fall noch schön viel Spaß und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch keine Folgen, auch im neuen Jahr nicht. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member, BB und ciao. Ah, volles Vergess, der Weihnachtsmann, Moment, der Weihnachtsmann wollt ja auch noch mal Tschüss sagen. Also lasse ich den Weihnachtsmann hier natürlich auch mal Tschüss sagen.